Seid ihr herzlich willkommen, Channeling aus der Bibel. Ich habe heute nochmal eine Postkarte, was ich vermitteln möchte. Diesmal habe ich ein Bild bekommen. Und das passiert folgendermaßen. Wenn ich mein Auge schließe, erscheint ein unbewegliches Bild und es schaut genauso aus wie eine Postkarte. Und ich habe das Gefühl, diese Bilder sprechen nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für dich. Diesmal war auf diesem Bild ein Altar, so wie das wir in die Kirche kennen. Und das war ein Spitzentuch auf diesem Altar, weiße Farbe, und ein großer Blumenstrauß mit lauten roten Rosen. Und interessant war auch, dass unterhalb von diesem Altar war eine Tastatur, so wie das bei Klavier kennen, aber das war nicht schwarz-weiß, schwarz-weiß, sondern die Farbe war so Sandfarben und hellgelb, so wie die Sonne. Und das hat sich abgewechselt, also ein bisschen so beigefarbenen Farbe, die Tastatur, und dann so hell leuchtenden Gelb, so wie die Sonne. Ich habe das so gedeutet, etwas ist heilig. Und die weiße Tischdecke oder diese Decke auf diesem Altar, diese Spitzendecke, die weiße Farbe zeigt die Reinheit. Und die rote Rose symbolisiert die Liebe. Und die Farbe, die Tastatur, das kann Sandfarben sein, also die Verbindung zum Erdeelement und diesem leuchtenden Gelb, die Sonne, was etwas bestrahlt, kommt mehr Klarheit in die Liebe, Partnerschaft. Und weil das so ausgeschaut hat, die untere Teil dieser Altar, wie ein Klavier, das bedeutet natürlich auch Musik oder Kunst, dieser Klang oder Einklang in die Liebe, Partnerschaft, und hier reinigt sich etwas. So habe ich das verstanden. Wie würdest du das deuten? Kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt öffne ich die Bibel und ich bin ganz gespannt, welche Botschaft wir aktuell bekommen. Du wirst etwas wiederherstellen und du hast die Kraft dazu. Es kommt ein Bericht, eine Botschaft auf dich zu und das hat eine Bedeutung. Deine Welt ist dort, wo du dich befindest. Und wenn du etwas vorhast, du schaffst das. Wenn dich etwas wütend macht, dann geh in Rückzug. Die fremden Leute im Land sind nicht alle deine Feinde.
Es ist vielleicht nicht ganz angenehm, aber versuch das zu akzeptieren, weil du kannst das nicht verändern. Schätze dein eigenes Leben, mach deinen Lebensweg, weil das ist wichtig für dich. Und diese fremden Leute im Land, die werden nicht alle da bleiben. Viele werden wieder gehen. Die Gemeinden berichten, die sind in Not. Aber in dieser Stelle muss ich sagen, niemand hört zu. Die Gemeinden sind unruhig, weil sie können nicht viel bewirken. Aber das bleibt nicht gleich. Es kommen Veränderungen. Und das war die Botschaft aus der Bibel. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.